Vielfach hören wir den Satz, wenn Kekskinder nicht gedeihen, ist die Mutter schuld. Dieser Satz ist tatsächlich so absurd, dass man ihn eigentlich kaum kommentieren möchte. Bei der Ösophagusatresie handelt es sich bekanntermaßen um eine Fehlbildung der Speiseröhre, also ein Teil des oberen Gastrointestinaltraktes. Wenn nun also in der Folge, selbst nach erfolgreicher Korrekturoperation, Fütterstörungen oder Gedeihstörungen auftreten, ist es natürlich in erster Linie der Fehlbildung anzulasten und nicht der Mutter. Ösophagusatresien gehen tatsächlich mit Motilitätsstörungen einher, selbst wenn keine Stenose, Striktur oder Divertikel nachweisbar sind, können diese Motilitätsstörungen vorherrschen. Zum anderen gibt es natürlich eine sehr sensible Phase, insbesondere in der ersten Lebenszeit bis zur Operation oder kurz danach, die zu Fütterstörungen führen kann. Auch das sollte bitte nicht der Mutter angelastet werden, sondern diese Fütterstörungen können einfach durch therapeutische Maßnahmen angegangen werden und so beseitigt werden.